Hallo und herzlich willkommen zurück, Grüß TV. Zur zweiten Folge Omsi 2 auf hier, L&P Games, so war's doch, ne? Nee, LP Games, so war das. Dass du das schon vergessen hast. Ja. Ja, heute die zweite Folge, wie versprochen, auf Hamburg, Linie 688. Wir teilen uns jetzt mal wieder. Der erste Teil fährt Flo, dann fahre ich den zweiten Teil. Wir stehen hier im Bahnhof Altona und fahren in Richtung Rathausmarkt. Ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ich glaube nein. Guten Tag. Oh, du hattest einen Unfall. Ja, ich denke, Pause raus und los geht's. Wir haben noch 2 Minuten. So, Wendner Museum für Hamburgische Geschichte. Ja. Okay, haben noch Zeit. Obwohl. Was ist am Museum für Hamburgische Geschichte? Dort wenden wir, tauschen wir dann. Gar nicht. Früher. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, aber wenn du von oben 1, 2, 3. Achso, wir fangen ja von oben. 6, 7. St. Pauli. 6, 7. Ja, St. Pauli, dann wenden wir. U-Bahnhof St. Pauli. Merken wir uns, gell? Das heißt, da wechseln wir und nicht da wenden wir. Ja, da wenden wir. Wechseln. Deutsch, so, ey. Hätte ich eigentlich die... Wo sieht man eigentlich, ob ich die Taste raus, die Haltestellenbremse aus hab? Wo sieht man dich? Da, unten rechts. Unten rechts. Ja? Ja, es leuchtet, was die Haltestellenbremse. Nee, hä? Nee, jetzt bist du drin. Ja. Oder? Ja, jetzt ist sie drin. Nee, wenn der Motor läuft, kann sie nicht drin sein. Natürlich. Geht das auch? Ja, also beim Mercedes-Benz so, wenn der Motor, der geht der Motor dann gar nicht, wenn die Haltestellenbremse drin ist. Ja, musst du aber ausprobieren, ist dir nicht aufgefallen. Da kannst du das Gaspedal so lang drücken, bis es durchbricht. Das gibt kein Gas. Das so, ist nicht deine Haltestelle. Ich weiß. Doch, schön aus. Wo muss man jetzt hin, so Start? Ich mach erstmal hier. Nimm mal die richtige Haltestelle jetzt. Deine Käseflips sind an. Erst wieder fleißig am Käseflips essen. Fleißig dabei. Käsebällchen. Käsebällchen. So. Ich nehme gerade mal 20 Frames auf. Frames. FPS. FPS, genau, das ist einfach gesagt. Hatte ich hier jetzt eigentlich? Habe ich das gerade geguckt? Ja. Oh, geil, ich habe einen Bahnhof gefunden. Haltestelle. Haltestelle. Nicht bevor du mir auch sagst. Moin, moin. Guten moin, Tag, moin. Bitte einmal guten Tag, moin, moin. Das willst du nicht. What? 20 Cent hast du schon? Jedenfalls reich. Ach, hast du mir nochmal Geld gegeben? Wäre nicht nötig gewesen. Hey, geil, guck mal, was ich machen kann. Das kann man bei allen Bussen, die so ein Ding haben. Kleine Spielereien. Du kannst los. Oh, ich kann los. Boah, mal pünktlich heute. So, bevor wir da nicht lang. Rathaus, ich bin gerade mal von Rathausmarkt hierher gefahren. Das weiß ich auch nicht, wo es zurückgeht. Haha. Warum jetzt blinken? Ich mach's einfach mal. Ich will jetzt rein, genau. Hauptstraße. Poststraße. Was fahren Sie denn? Ich fahr geil. Fahren Sie nur. So. Steigen Sie aus. Fahren Sie halt wieder Auto. Hast du da auch von der Einspur bis ganz rüber muss? Dann nehme ich aber gleich 2 Spuren, weil das am einfachsten ist. Ah, es ist grün. Da kommt, oh komm, komm, den letzten noch haben können. Mann, ey. Warum müssen sie sich an Verkehrsregeln halten, ey? Warum? Einmal geht hier erst einmal durch. Eines kaputtes, eines ganze. Oh, da ist ein Schritt. Voll modern. So ein Müll. Euro Truck Simulator 2, das ist geil. Muss ich auch mal jetzt planen. Oder? Nein. Eier, so ein Müll zum Thema, okay. Willst du haben?
genauso wie München plus anderen Bussen und Maps. Map. Das ist ja auch beim Bussimulator 2012, das ist ja auch die Map Freifurt. Ja. Allerdings finde ich das, ich dachte immer, das ist eine Real Stadt. Das ist echt, wenn Freifurt dann echt existiert, aber existiert das gar nicht. Ich war gut, gut. So, das war jetzt Grün, gell? Ich wollte einfach zu dumm zu bremsen, Alter. Ich habe ihn dann 3 roten Ampeln hintereinander gehalten. Also konnte ich auch noch an der. Aber jetzt schon mal. Poststraße. Hey, wow. Hallo. Moin, moin. Alles schon praktisch drauf reingegangen. So, was willst du? Nahbereich. 40. 50. Oh, er lebt nicht beim Kassieren. So, hat er 2 Euro. 4. 4 Euro und 5 Euro in Tassen. So. Ich hätte gerne einmal Großbrot. Was hat ihr so groß, ey? Kostet doch gar nicht so viel. Heute. So, 70 Cent habt ihr 3 Euro. Euro, 8 Euro, 10 Euro. Tisch ab. Mach dich ab. Och komm. Sie haben mir zu viel gegeben. Du hast mir gleich zu viel gegeben. Piss dich, Mädchen. Ich wollte, ich konnte eine Minute zu spät spielen. Dann schauen wir mal in der letzten Aufnahme besser geklappt, weil ich verflogen bin. Um jetzt zu schnell ab, nicht Schalter, ja. Schlimmer Finger. Ja. Ja, ich hab schon wieder rot. Boah, Alter. Ich guck die Ampel jetzt an. Ich dürfte gleich grün werden, wenn die Fußgänger rot haben. Das ist auch die Logik, aber. Es ist grün. Voll. Ist ja nicht so alt, würde ich nicht fahren. Oh, Alter, was steht da an der Polizei, bitte? Was? Ja, hier ist das Polizeigelände. Dörfnerstraße. Ja. Ich war noch nie in Hamburg. Ich fahr bald. Das Wochenende ein schönes Hotel. Was gibt's da? Oder Hamburg. Nach Hamburg. Ey, Hamburg geil ist, da muss man gewesen sein. Ich will auch nach Hamburg. Oder gucken, ob das auch so real nachgesetzt ist mit den Linien. Nachgebaut. Nachgebaut! Kleiner Deutschstreber, bist du geil aus wie Elias. In Mathe eine Nita, aber in Deutsch. Okay, das ist besser als in Mathe. Ja, gut. Bücherstraße. Hier. Geil. Ziemlich voll angemacht. Ja, wir nehmen ja live aus Erfurt auf. Ja. Ein wenig Deutsch beherrsche ich schon noch. Bleib an! So süßer, kommst du rein? Ist schön warm. Trotzdem kuscheln. Einmal Großbereich, bitte. Großbereich. Riechst du. 70. Lass mal sagen, was du zurückbekommst. Okay, 2,70. Geh? Lass es mal rechnen. Ich bin ein Rechner jetzt. Schon 20 Grad im Bus, ey. Ich glaube, schnell mehr. Im NLNG dauert es länger. Ha? Was ist denn der NLNG? Im Standard Omnibus. Ach so. Der Nervenklinikbus. Ja, genau, der Nervenklinikbus. Wann wechseln wir? Ich hab schon wieder vergessen. Wo sind wir denn eigentlich? Du fährst mit offener Tür. Nee. Oh Mann. So, nicht das erste Mal jetzt. Reeperbahn. Noch 2 Haltestellen. St. Pauli wechseln wir. 2 Haltestellen noch. Oh, gut, dass du dich daran erinnert hast. Ich bin jetzt schon durchgefahren. So, dann mal los. Zur vorletzten Haltestelle. Für mich. Beim Sonnenreif. Du machst mich sonnenreif. Steig ein, meine Lieben. Steig ein. Warum steigst du jetzt nicht? Oh, ich hasse diesen verdammten. Ja, er ist schüchtern. Er hat einen Schlaganfall. Er ist schüchtern. Dachchen. Felix Brüder in Person hier. Könnt gerade ausfahren oder? Darf ich rein rechts reinfahren? Ich mach nicht, das wird so eng.
hätte es machen können. Ich glaube, ich komme eben nur wieder hier auf die Straße. Aus Versehen los. Ich muss erst mal hier oben auf die Spur aus Bildschirm oder was. So, ja, schön grün durch da. Ja. Schick, schick, so letzte Haltestelle, gell? Jetzt komm mal rüber. Wie fahren Sie denn? Schön. Wie? So schnell wechselt. Nee, nächste Haltestelle. Was? Bist du schon St. Pauli? Nein, das ist Davidstraße. Oh. Okay. Okay. Dann erfreue dich daran. Ich hätte es jetzt gegeben. Dass eine Haltestelle weiterfahren können. Na ja. Guck mal, Ampel auf meinen Scheiben gelöst. Das Gebäude vorne schön, was da schön leuchtet. Muss wieder rot sein. Guck mal, mitten auf die Bremse. Ich frage mich, was das ist, was da so schön bunt leuchtet. Eine gut gestellte Frage. Das ist ein Würfel. Irgendwie so eine, so eine Art Bühne. Ja, genau, Bühne. Denke ich. Ja, das ist auf beiden Seiten dann. Hinten ist auch eine. Da und da. Oh, ich kann das mal. Da Rückspiegel, sieht aus, was Leuchtendes. Das ist da hinten auch nochmal. Das ist irgendwie Bühne, das ist wahrscheinlich wieder irgendwann, wenn man hier Party ist. Okay, und nachgesetzt. Nachgeworfen. Nachgesetzt. Boah, es ist schon wieder rot. Wie oft bin ich jetzt an der roten Ampel gehalten? Ab. Das heißt, ab. Hab ich an der roten Ampel gehalten oder bin ich? Oder? Ich hab an einer roten Ampel. Echt? Ich? Ich auch? Was für ein Zufall. Es ist schon wieder rot. Es ist schon wieder rot. Alter. Das heißt, du fährst zu schnell. Ich bin eine Minute zu spät. Ich eine Minute eher schneller fahren. Eine Minute schneller fahren. So ein Kack. Kack! Das Let's Play besteht aus roten Ampeln. Wie hält man an einer roten Ampel? Junge, Junge. Ja, die ist jetzt aber extrem lange rot. Mann, Alter. Hör auf zu lenken. Das bringt mich voll durcheinander. Ich muss mich konzentrieren an der roten Ampel. Darauf konzentrieren.